Akku getauscht. Das ist einfach der Akku. Das war doch wirklich echt von. Das, die Kamera hat sich wirklich beschwert. Die hatte wirklich Schmerzen, die Kamera. Könnt ihr mich hören? Sehen? Alles gut? Chat? Alles da, alle da. Geil. Sorry für die Unterbrechung, weil es hat einfach, es hat, der Strom hat nicht gereicht. Ich habe gedacht, eine Stunde kriege ich hin, hat aber nicht geklappt. So, aber 10 Minuten kann ich noch, Chat. 10 Minuten kann ich noch mit euch quatschen. Und das möchte ich auch gerne tun. Ich fände es wirklich stark, wenn ihr auf dieses Discord-Angebot zurückkommen würdet, für alle Leute, die irgendwie alleine sind oder sich einsam fühlen oder wie auch immer, kommt ins Discord, quatscht einfach mal. Wir haben da einen so einen Channel, der heißt Allgemein. Da wird viel geschrieben. Wenn ihr die ganze Zeit, wenn ihr Spam wollt, gibt es einen Spam-Channel, aber sonst kann man da auf jeden Fall sich erstmal ganz gut austauschen. Und alle, ich verspreche euch, alle sind nice. Ist echt so. Kommt auf jeden Fall rein. Gerne. Salut! Wie findest du diese Big Band Lieder wie Frank Sinatra mit Luck Be a Lady? Ist das was für dich? Kann ich gerade gar nicht so sagen, weil ich gerade gar nicht weiß. Ich kenne Frank Sinatra, aber ich weiß gar nicht, welcher Track das ist. Kann ich gerade nicht so sagen. Im Spam-Channel ist tatsächlich nur Sid Icarus drin und postet irgendwelche Toiletten in Form von Lars Ulrich. Das ist schon sehr unangenehm. Ich habe noch 2,5 Spritzgebäck. Chat. Erstmal Spritzgebäck 1 nehmen. Felix kann nicht ins Discord. Das tut mir leid. Hast du die Nebelmaschine für Abos gar nicht mit? Tatsächlich nicht. Aber ich hoffe, dass ich die Nebelmaschine im Raum ausgestellt habe. Trinkst du gerne Glühwein zu Weihnachten oder eher was anderes? Ne, ich trinke Glühwein nicht. Also ich trinke Glühwein gerne. Wenn mir kalt ist, ich mag den auch wohl. Aber in der Wohnung Glühwein trinken, da werde ich dann irgendwann müde. Ich glaube, zu Weihnachten finde ich das nicht so geil. Dann lieber eher Bier oder Normalwein. Dann qualmt es jetzt in der Bude. Sieht kuschelig aus bei dir, Kogi. Richtig nice. Ja, danke. Ich habe mich immer... Ey, das, wie gesagt, es ist einfach heute kein Stream, wo ich hier groß rumschreien will und sonst was. Ich will euch auch nichts vom Leben erzählen. Ich will einfach nur ein bisschen da sein und für Leute, die einfach Bock haben, jetzt nochmal ein kleines bisschen Zeit miteinander zu verbringen, einfach mal ein bisschen Chat lesen, ein bisschen quatschen, hab hier noch ein paar Plätzchen hier, ein bisschen Tee. Mehr ist es nicht. Also es ist wirklich nichts Besonderes, aber es ist halt schön. Andere müssen an den Herd denken, du an die Nebelmaschine. Hahaha, putzig. Ja, ist wirklich putzig. Schreib Wasser, bitte. In Kiel liegt übrigens Schnee. Schon ganz schön, aber hab meine Pläne verworfen, animalisch grunzend ein Schneemann nach meinem Appelt zu schaffen, damit meine Nachbarn ihn als ihr neues Götzenbild anbieten können. Dann mach doch einen Schneepenis. So, okay. Ho, ho, ho. Hoffe, ihr wart artig.
18 Uhr. Heb was auf. Ja, wird zu spät. Muss ich ganz ehrlich sagen, wird zu spät. Ess ich gerne. Corona, was sagst du eigentlich zur Corona-Impfung? Willst du mich verarschen? wollen wir jetzt hier ein Corona? Wollen wir jetzt die Community spalten? Meine Meinung ist doch, die kennt ihr doch. Ich bin pro Impfung. Volle Kanne. Hab alles drin. Ich habe AstraZeneca, BioNTech und Moderna in meinem Körper. Und was mir noch fehlt, ist Sputnik, Johnson & Johnson und dann dieses Asiatische, was ich nicht aussprechen kann. Die fehlen mir noch und dann werde ich allen zeigen, es ist nichts Schlimmes passiert. Novavax noch. Okay. Gotta impf it all. Außerdem will ich besseres Handynetz haben. Noch besser. Deswegen dachte ich auch, ich nehme die einfach alle mit. Und Horse Dewormer? Was soll ich denn mit einem Entwurmer? Früher Pokémon-Orden gesammelt, jetzt Impfung. Ist echt so. Ohne Scheiß. Ey, das ist ja wohl das Allerkrasseste. Jetzt muss ich doch was dazu sagen, weil ich mich das so, mein Kopf rattert dann immer im Hintergrund. Meiner Meinung nach, und ich bin nicht in diesem Thema drin, deswegen kann ich euch weder erzählen, pro oder dagegen oder was auch immer, die Diskussion lasse ich mich gar nicht ein. Was ich aber sagen kann, dass mich das Konzept des Impfens sau beeindruckt. Mich beeindruckt das und meiner Meinung nach, mit meinem sehr rudimentären Verständnis nur von Medizin, ist doch Impfen eines der krassesten Entwicklungen beziehungsweise Meilensteine in der Forschung der Medizin. Das ist doch unfassbar krass, dass man es geschafft hat, ist ja egal auf welches Thema jetzt, auf welche Krankheit bezogen, dass man einfach Erreger nimmt, die abschwächt, umwandelt und der Körper daraus dann Antikörper bildet, weil er einfach denkt, oh ja, jetzt geht's ab. Das finde ich einfach krass. Das begeistert mich wirklich. Das ist einfach insane. Ohne Scheiß. Das ist Hexenwerk. Wissenschaft ist einfach geil. Exakt. Punkt. Das ist einfach krass. So. Deswegen, ja. Finde es einfach Hammer. Ey, das muss man sich halt mal überlegen. Ohne Scheiß. Das muss man sich mal überlegen, wie krass das einfach ist. Und das will ich aber nur feiern. Das will ich aber nur feiern. Was ist denn so krass? Was krass ist, Spanien wurde zu Weihnachten wieder diese Mega-Lotterie ausgezahlt. Das sind mehrere Milliarden Euro, die sie dir verlosen. Und nur, jetzt hat da eine Privatperson gewonnen, eine aber, also es gab mehrere Gewinne, die man sich, also man kann sich für mehrere Auszahlungen bewerben. Und eine Privatperson hat von diesen Milliarden nur 4 oder 5 Millionen gewonnen. Ist enttäuschend. Das ist krass. Das muss die größte Weihnachtsenttäuschung aller Zeiten gewesen sein für diese Person. Die keine Milliarden gewonnen hat, sondern nur lächerliche paar Millionen. Das ist enttäuschend. Ich muss noch zweimal Spritzgebäck, dann habe ich's. Zwei Spritzgebäck noch. Überhaupt nicht. Schlimmer, bei Wer wird Millionär, wenn man auf 500 Euro fällt. Das fühle ich, was du sagst. Da muss ich meine Tränen erstmal mit den Tausendern abwischen. Was ist denn ein Tausender? Clary, hast du schon mal was soll das sein, ein Tausender? Ich möchte es von dir erklärt bekommen. Was ist ein Tausender? Ein Tausendsasser. Ach so. Ich muss meine Tränen mit dem Tausendsasser da abwischen. Denn das kann er ja auch. Hatte ich nie im Portemonnaie. Ja, merkt man. Ich auch nicht. Ey, Bandauftritte, als wir noch spielen konnten,
vor Corona und als wir auch noch die Instrumente besser beherrscht haben, da haben wir ja wirklich viel gespielt. Und da ist dann ja auch oftmals, du gibst eine Rechnung ab nach dem Auftritt und dann kriegst du meistens die Kohle bar. Und auf so Motorradtreffen wirst du ganz oft in großen Scheinen bezahlt. Und es ist super absurd, wenn du statt, also weißt du, wir haben dann irgendwie Gage genommen von 1200 Euro oder so. Oder 1000, irgendwas, also sagen wir mal zwischen 1000 bis 1500 Euro war so unsere Gage. Und dann ist es ganz weird, wenn du zwei so 500-Euro-Scheine bekommst und dann willst du die halt aufteilen mit der Band. Denkst du, what the fuck? Und du kannst damit auch nicht tanken, weil keine Tankstelle nimmt diese scheiß Scheine. 500-Euro-Schein ist die größte, das ist das Beschissenste, was es gibt. Wollte ich nur sagen. Jetzt wissen wir alles, dass Clary ein Dulli ist. Punkt. Pläne für zwischen den Tagen oder Füße hoch? Ich werde mich schon irgendwie betätigen. Bisschen Füße hoch auf jeden Fall auch. Bisschen Family Time. Und wir wollen auf jeden Fall noch von der Band einen Livestream machen. Das ist auf jeden Fall noch geplant am 30. Damit wir mal, also auch mit der Prämisse tatsächlich ganz öffentlich zu sagen, ey, es gab Ewigkeiten keine Auftritte. Wir haben ja schon mal so einen kleinen Stream gemacht, um die Band am Leben zu halten. Das muss halt nochmal passieren. Also wir können es einfach, es muss einfach gemacht werden, weil sonst fällt die halt auseinander. Und dementsprechend freuen wir uns drauf, wenn viele Leute zugucken und Bock haben, auch irgendwie zu supporten halt. Das machen wir am 30. Ja, auf jeden Fall gegen Abend. Einfach eine gute Idee, freue mich drauf. Leute, wir sind wieder bei 420 Zuschauern, das gefällt mir. Allerdings würde ich mich so langsam verabschieden wollen. Lass uns nochmal 5 Minuten mit 1A-Chat-Dialogen verbringen und dann könnt ihr mir sagen, wenn wir raiden. Achso, Mittwoch mache ich auf jeden Fall auch, kommenden Mittwoch, meinen Drum-Mittwoch, ne? Also Live-Musik wird es weitergeben. Das tut mir einfach auch so gut, ohne Scheiß, ich bin da ganz ehrlich. Klar könnte ich auch sagen, jetzt mache ich nichts. Aber mir tut das einfach gut, dieses Schlag zu spielen, dieses komplette Verausgaben, die Musik hören laut, dann den Chat dabei haben. Ich stelle mir auch wirklich vor, ich bin auf einer Bühne. Ne? Ich stelle mir wirklich vor, ich bin auf einer Bühne und ich habe 100 Leute, die mich anschreien. Also das geht in meinem Kopf vor und ich fühle das richtig. Das tut mir so gut und das wird auf jeden Fall, wird's auf jeden Fall geben. Ich würde jemanden sehr kleines raiden wollen, sehr gerne. Putzi ist am Start. Putzi ist, können wir gerne raiden, der freut sich. Aber Putzi hat wahrscheinlich schon seine 1000 Zuschauer. Aber ich würde gerne wirklich jemanden vielleicht unter 5 Zuschauern raiden. Das wäre einfach ein schönes, ich weiß nicht, das ist doch irgendwie, ist doch cool. Freuen die sich vielleicht zu Weihnachten. Weil echt, bei Twitch, glaube ich, ohne Bekanntheit irgendwas zu machen, ist auch einfach scheiße. Dann bist du motiviert, spielst immer, keine Ahnung, dein Lieblingsspiel und du hast 1-2 Zuschauer. Das muss irgendwie. Also Respekt an Leute, die das nicht nervt. Aber ich kann gerade nichts raussuchen, weil ich am Handy bin. Kann jemand von euch mir ganz ohne Trollen heute, ja, es muss wirklich jetzt, muss ein Ehrenwort sein, irgendjemand raussuchen, wo ihr sagt, ey, die Person hat ganz wenig Zuschauer und scheint okay zu sein. Das würde mir helfen. Ja, ich mag EMP, aber das ist jetzt nicht der Gedanke, den ich hatte. Ich würde gerne einfach eine Privatperson unterstützen. Telux 4363. Was macht? Nee, die haben alle schon zu viel. 110, das ist zu viel. Vinilopo, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten und eine schöne Zeit. Bleib gesund. Ich muss selber gucken, Chat. Ich glaube, ich habe da einfach nur meine Vorstellung, was ich suche. Ich guck mal selber.
Ja, Putzi hat 700 Leute, der freut sich zwar über mehr, aber ich würde echt jetzt einmal kurz jemanden nehmen, wo gar nichts los ist. So richtig wenig. Ihren Pico sehe ich auch gerade, folge ich auch. Die haben 29 Leute, die kochen gerade. Aber das ist halt schon eine Firma dahinter. Das ist nicht das, was ich meine. Das ist von den Marchi Demon's Soul Speedrunner. Marchi. Deutsch oder Englisch? Ich würde auch gerne jemand deutschsprachiges raiden. Oh ja, kommt mal bitte, lass mal ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da. Krogi-Werbung ist immer gut. Okay, Funky Funkler. Leute, Funky Funkler hat die Aufgabe, im Namen des Chats, im Namen des Krogmanns, einen Streamer oder eine Streamerin rauszusuchen, deutschsprachig, mit unter 5 Zuschauern. Mit Bild aber. Muss Bild haben und muss sich dann freuen können. Das ist wichtig. Julia Krati spielt Gothic 2 und hat nur 12 Zuschauer. Okay, Julia Krati hat ein Bild von sich, ja? Ich guck mir kurz Julia Krati an. Das hört sich vielversprechend an. Julia Krati. Und ich werde jetzt eine Sache mir kopieren, nämlich von Matteo, der den High-Test macht. Alter, die ist doch nicht deutschsprachig, ist russisch. Verarschen oder was? Also, das ist doch nicht meine... Stengard Gaming wäre eine Option. Okay, ich guck mal. Stengard Gaming da. Stengard Gaming. 125. Nein, das ist zu viel. Gibt es wirklich keine Leute mit... Sind die heute alle nicht da bei Twitch? Die mit ganz wenig Zuschauern? Das ist ja verrückt. Das ist jetzt eine Aufgabe, Chat. Aber das will ich jetzt noch schaffen. Funky Funkler sucht noch. Ist die Aufgabe von Funky Funkler. Gesunde Weihnachten allen wünscht Amazone Berlin. Wünschen wir dir auch, Amazone Berlin. Vielen, vielen Dank. Mad Dog Velare hat 6 Zuschauer. Da haben wir doch schon mal geradet, oder? Ich guck mal. Mad Dog Velare. Da waren wir schon mal. Finde ich aber jetzt gar nicht. Mellow Melon. Was mit Erkan Stefan? Die haben doch auch über 100. Mann, mir geht es doch nicht um meinen Fame, Leute. Ich will doch einfach nur jemanden glücklich machen mit ein paar Leuten. Luna Terminiert TV hat auch nur 6 Zuschauer. Ryu Kaigan, 6 Zuschauer. Caro, ja gerne. Gib mal den Namen, guck ich mir eben an. Ich will den High-Test machen. Das hat mir bei Matteo gut gefallen. Dass er, wenn er Leute raidet, das einmal kurz High schreibt und die müssen darauf reagieren. Das finde ich witzig. Das möchte ich auch machen. Florentius Brutus. Okay, ich guck mal eben. Chat, schauen wir mal. Florentius Brutus. It takes two. Okay. Okay, ich habe Hi geschrieben. Jetzt ist es spannend. Die wenigsten guten sind die braunen, die zweitbesten sind die schwarzen und die besten sind die weißen. Zuckerguss. Ich habe gar keine Zeit, die zu beurteilen. Ich mache einfach immer so und alles auf einmal rein. Du trichterst die Lebkuchen quasi, ne? Ja. Krogmann, einen wunderschönen guten Tag. Aha. Das ist aber nicht der Krogmann von Rocky. Nein. Nein, nein, nein. Okay, das hat doch wunderbar funktioniert.
Also. Also Raid. Florentius. Wie hieß das immer, Caro? Florentius unterstrich Brutus. Florentius unterstrich Brutus. Okay, ich drücke jetzt drauf, aber dann sind wir noch da. Ihr Lieben, eine wunderbare Weihnachtszeit. Wenn ihr alleine seid, kommt ins Discord, tauscht euch da aus. Die Leute sind alle sehr, sehr nett und haben Bock auf euch. Ich habe Bock auf euch. Und ich wollte einfach nur sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Und das Schöne an Weihnachten ist ja auch, es gibt eine Zeit nach Weihnachten, dann ist alles wieder normal. Also es ist ja nur es sind 2 Tage jetzt. Durchhalten und dann ist alles wieder normal. Dann ist alles wieder chillig. Und ein bisschen Unwohl ist mir auch mal ein bisschen dabei. Ich verstehe das komplett, ja? Und alle anderen, die darauf richtig Bock haben, genießt es. Und wir sehen uns auf spätestens nächste Woche irgendwann hier wieder im Stream, ja? So, und jetzt geht gleich der Raid los, glaube ich. Macht die Emotes, ne? Die Raid-Emotes, Leute. Die müsst ihr gleich rausballern, wenn wir raiden. Das ist wichtig. 373 sind ready. Kriegen wir 400 hin? Schaffen wir 400 mitzunehmen? Nee, ne? Ist, glaube ich, ein bisschen zu. Das ist aber, komm, jetzt geht's geraid. Lass mal, komm, 300, 377. 377 Leute raiden mit, das muss reichen. 379. 380? Schaffen wir's? 380. Alles klar. Tschüssi, ihr Lieben. Bis dann. Hey, Chad. Chat, ich ändere gerade mal den Twitch-Titel. Ey, Spritzgebäck klebt ja sofort zwischen den Zähnen. Ekelhaft. Okay, ich kann den Twitch-Titel nicht anpassen. Herzlich willkommen in dem Wohnzimmer meiner Eltern. Ist das nicht schön? Tannenbaum ist da. Ich habe natürlich Spritzgebäck tatsächlich, so einfach aus dem Spritzbeutel. Und ich habe eine Tasse Tee. Und muss ich dann noch einmal hier hingehen und was gucken. So. Und bin damit sehr happy. Und ich dachte, weil ich noch mal eine Stunde Zeit habe, ich starte einfach den Livestream. Und wir machen Weihnachts-Real Talk. Wir unterhalten uns ein bisschen. Ich wollte einfach noch mal Danke sagen für die schöne Zeit, die wir gemeinsam hier im Stream hatten. Irgendwie war mir das heute wichtig. Eigentlich ist Weihnachten ja eine schöne Sache, um mal sich noch mal Zeit zu nehmen. Und ich habe gedacht, Mensch, vielleicht habt ihr auch noch Zeit heute Nachmittag, so ein Stündchen oder so. Dann quatschen wir kurz. Das war eigentlich so meine Grundintention. Da ist ja nichts gegen zu sagen, oder? Das ist ja überhaupt nicht verwerflich. Jetzt eine schöne Intention. Und erstmal sage ich guten Tag. Anja Markmeier ist da. Dann haben wir Nero. Nero ist auch da.
Jay Touchdown ist da. Ja, die Autobahn sieht spannend aus. Ich kann den Titel nicht ändern. Ich verstehe es nicht. Ich kann ihn einfach nicht ändern. Ich will Just Chatting als Kategorie haben. Das geht nicht. Dann mal eine andere Kategorie, einfach um das mal zu fixen. Ich starte mal die App neu hier auf dem Handy. Vielleicht geht's dann. Aber so kann ich den Twitch-Titel nicht anpassen. Oder ich muss diese geile Programmiersprache nutzen. Ausrufezeichen Title ist das, ne? Mega-Programmiersprache. Ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Pro, was das anbelangt. Ist schon Just Chatting. Kategorie, ja, okay, aber ich kann es nicht... Hä, wirklich? Ich kann es ja nicht ändern. Aber dann passt du, dann mache ich Ausrufezeichen Title und schreibe einfach mal Weihnachten. Weihnachten oder was? Weihnachten oder was? Habe ich es geändert? Ich weiß nicht. Geil. Ich glaube, ich habe es geändert. Chat, habt ihr auch schön Tee? Wie geht's euch eigentlich? Seid ihr gut drauf? Ich komme ein bisschen näher. Ich lege mich so halb lassiv vor den Baum. Aber mich stört auch, dass dahin das Licht so reinknallt. Ich kann auch spazieren gehen oder so, aber ich wollte einfach mal mich melden. Einfach mal eine Stunde mich melden, ehrlich gesagt. Frohe Weihnachten, ihr Geilen. Wünsche ich euch ebenso. Ich habe ja ein bisschen Christmas Music ausgepackt. Einmal im Jahr darf man das. Alles Essen ist in den Töpfen. 3 Stunden Vorbereitung. Es wird geil und lecker. Das hört sich sehr gut an. Heute Abend wird es geil und lecker. Ich hoffe, ihr habt, weiß ich nicht. Ich habe heute ein Posting von Gunnar gelesen. Und Gunnar verbringt Weihnachten alleine. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die Weihnachten alleine verbringen. Ich glaube, für diese Menschen ist das eine ganz harte und beschissene Zeit. Und weiß ich auch nicht. Irgendwie, wenn hier auch 1, 2, 3 sind, die irgendwie alleine sind, dann vielleicht verabredet man sich zum... Keine Ahnung, zum zusammen was gucken oder so. Ich glaube, dafür sind diese Watch-Geschichten einfach richtig geil. Oder quatschen oder so. Und irgendwie habe ich auch gedacht, Mensch, vielleicht gibt es ja auch in meiner Community so ein paar Leute. Und deswegen ist es vielleicht ganz schön, wenn ich mich auch mal ein Stündchen noch melde. Also einfach hier, cheers Leute, ich trinke mit euch jetzt Tee und Plätzchen. Das ist mein Weihnachtsangebot an euch. Das hat mich heute irgendwie... Aber es muss ja auch nicht so schlimm sein. Aber trotzdem glaube ich, in dem Moment ist es immer ein bisschen schwierig. Anja ist gerade auch allein. Anja mag mehr. Mein Herz ist für Anja. Aber sie schreibt, es sei okay. Dann ist es natürlich auch... Trotzdem, verstehe. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten in der Weihnachtszeit? Bei uns läuft häufig etwas Irisches, Rockiges. Ich glaube... Also ich mag schon... Entgegen der vieler Vermutung mag ich schon Weihnachtslieder tatsächlich. Ich krieg da kein Problem, wenn ich das höre. Auch so Last Christmas oder so, ich habe damit kein Problem. Ich mag aber auch echt viel Musik. Aber ich habe keine Lieblingsmusikrichtung in der Weihnachtszeit. Ich mag eigentlich das ganze Jahr über und immer alles. Aber Weihnachtslieder hört man, wenn, dann natürlich nur zu Weihnachten. So. Und ich bin ganz dankbar, ich habe es gesehen, Sid ist doch auch da, oder? Sid Icarus ist doch auch am Start. Bin ich ganz dankbar, dass er mir die Version, den Rave-Remix von All I Want Is Christmas For You... All I want for Christmas is you. Was habe ich geschrieben? All I want for you is Christmas. All I want for Christmas is you. Dass es da diesen geilen Remix gibt. Der ist Hammer. Man sieht sofort, dass es nicht Krogis Wohnung ist. Wieso? Ist doch hier chillig. Der Eurobeat Remix von Turbo, ja. Und das ist das gute Geschirr. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nehmen darf, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es heute mal so ein bisschen Danger-Seeker-mäßig ausprobiert. Mama ist gerade oben, die ist noch am Backen. Auch schon lange nicht mehr gesehen, die Mutti, muss ich sagen. Die bereitet gerade die Dinge vor. Und ey, Linkdem, herzlichen Dank. Der kleine Finger muss weg. Der hier? Kann ich nicht. Brauch alles, ich brauche... Ich habe immer Angst, dass ich dann angegriffen werde. Wenn der kleine Finger abgespreizt ist, da habe ich Angst, dass jemand kommt und ihn bricht. Meine Hände sind immer Fäuste. Das ist wie bei Skyrim. Wenn du in Skyrim rumläufst, dann hast du nur Fäuste. Und so ist es auch. So, wenn ich Tee trinke, ist immer Faust. Ist der Finger oben? Wird man dich loben?
Nein, heute sind alle lieb. Heute sind doch alle lieb. Ey, ich bin gespannt. Papa, der singt halt immer gerne. Und normalerweise gibt es auch noch ein Weihnachtslied gesungen von Papa. Bin gespannt. Frohe Weihnachten und Grüße aus Nordrup. Geil, ist um die Ecke. Gucken deine Eltern ab und an deine Streams? Ich glaube ja, und dann schämen die sich. Ich glaube ja, das passiert aus. Also ich glaube, manchmal sitzen sie vom Handy und denken sich, wir gucken mal rein, und dann schämen die sich und denken sich, what the fuck, gut, dass der nicht die Bäckerei übernommen hat. Frohe Weihnachten an alle, was für schöne Stimmung hier, Leute. Aber mein Lieblingsweihnachtslied ist, glaube ich, ich glaube, Feliz Navidad ist einfach das geilste Weihnachtslied aller Zeiten. Und Jingle Bell Rock ist cool. Dann ist eine von Heidi Klum, was sie in dieser einen Douglas-Werbung gemacht hat zu Weihnachten, das ist auch richtig geil. Und natürlich in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski. So, Rockin' Around the Christmas Tree ist geil. Die schämen sich gar nicht. Frohe Weihnachten. Was wünscht sich ein Mann, der schon alles hat? Das ist eine, hört sich an, als wäre es eine Frage aus dem Philosophie-Grundkurs, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Schön, dass du einfach nochmal live kommst. Aber 10 Subs, ich komme nicht darauf klar, ich muss es einmal nochmal erwähnen, das war gerade zu krass runter. Ich muss echt sagen, LinkedIn, richtig krass, 10 Subs rausgegeben. Danke. Danke dafür. An die Community verschenkt. Sehr, sehr nice. Und auch Hafentoast schreibt, frohe Weihnachten, lieber Krogmeister. Danke für die gute Unterhaltung das ganze Jahr über und ist schon 8 Monate am Start. Heftig, ey. Ihr seid krass. Feliz Navidad ist geil. Rolf Zukowski ist Pflicht zu dieser Jahreszeit, schreibt Caro. Die Strohsterne, hier im Hintergrund. Ja, ich glaube, dass die Strohsterne, also Mama hat natürlich viel Stuff, den sie ganz lange hatten. Man kauft ja irgendwann nicht mehr Weihnachtsdeko oder so. Und die Strohsterne sind älter als ich, das weiß ich. Und diese kleinen Säcke, das war mein erster Adventskalender. Das sind so Nikoläuse. Und die hat sie selber gemacht, weil sie auch Kunstlehrerin war. Und die hängen jetzt hier am Baum. Ganz geil. Ich glaube, die hat sie auch selber geschnäht hier, diese, wie nennt man das, Stricken, Häkeln? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall selbst produziert diese Dinger. Ist ganz geil. Und es ist schön hier. Ich dachte, wie gesagt, ich finde sie mir ganz chillig. Ich wollte eigentlich rumlaufen, nur in Quakenbrück regnet tierisch. Es ist wirklich super ungemütlich draußen. Und ich wollte eigentlich mit der guten Kamera einen kleinen Spaziergang machen durch Quakenbrück und euch mitnehmen und euch ein bisschen was zeigen. Aber ich habe keinen, es bringt ja nichts, wenn die Technik dann Schrott ist. Ich habe irgendwie nichts, was ich da rüberziehen kann. Und deswegen bin ich jetzt einfach hier unterm Tannenbaum. Und da kann ich aber auch besser den Chat lesen. Und ich wollte auch nicht so eine One-Man-Show machen. Ich wollte mich wirklich einfach auch bedanken für dieses wunderbare Jahr mit euch, dass ihr da seid, dass jetzt auch schon wieder viele Leute einschalten und irgendwie, weiß nicht, eine Stunde Gesellschaft leisten. Ich wollte euch aber eine Stunde Gesellschaft leisten und ihr leistet mir jetzt eine Stunde Gesellschaft. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Feinwund, vielen Dank. Eklig, schreibt Michaels. Grau und eklig, das Wetter halt. Lieb, wie schön. Ja, das ist so die Idee. Moin, frohe Weihnachten, Leute. In Hamburg hat es heute noch geschneit. Und gestern war es auch schneeig, war sehr kalt. Aber jetzt ganz gut. Frohe Weihnachten an alle. Ich muss gestehen, ich weiß, wie gut es mir mit Familie und allem geht. Daher wünsche ich mir eigentlich nur Gesundheit für alle und so viel Zeit wie möglich mit meinen Eltern, Kindern, Frau und Freunden. Da fühle ich mich echt gesegnet. Ey, das ist eine schöne Aussage und genauso ist es. Finde ich geil. Das finde ich eine tolle Aussage. Und das ist auch die Antwort, glaube ich, auf die Frage, was wünsche ich einem Mann, der alles hat? Einfach, glaube ich, Zufriedenheit. Oder? Ist nicht das, was alle haben wollen? Egal wie. Einfach zufrieden sein ist, glaube ich, das, was man sich immer wünscht. Und das ist halt Gesundheit natürlich und alles, was du gerade aufgelistet hast. Bin ich ja überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, schreibt Lazy J. Dann ist doch schön, dass du da bist. Vielleicht können wir dich mitnehmen. Und das musst du ja selber zulassen wollen. So. Zum Beispiel habe ich gestern seit Ewigkeiten
ein paar meiner Freunde aus Quakenbrück wieder gesehen. So, die habe ich, weiß nicht, 2 Jahre teilweise nicht gesehen. Und das war cool, das hat mir richtig Freude bereitet. Und da habe ich auch echt für meinen Kopf gemerkt, wie geil es ist. So, das sind alles Fakten, wo ich gerade denke, so, ey, deswegen auch nochmal live sein heute. Einfach um mal gute Stimmung zu vermitteln. Das ist einfach wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Seit einem Monat mal wieder Hi wird hier geschrieben im Chat. Das ist mein 420-Chat. Guck mal, wie schön die Tasse hier sich fokussiert. Das ist einfach geil. Ich glaube, es ist wichtig, grundsätzlich sich immer ja, so einzunorden oder zu erden, besser gesagt, auf das, was man selber so hat um sich rum. Also, das kann ganz banal sein, wenn man 2 Arme hat, die funktionieren, dann kann man ja da schon mal glücklich sein, dass man generell was machen kann. So, und ich glaube, man muss immer so ein bisschen versuchen, selber glücklich zu sein. Und das können andere nicht für einen tun. Das ist so eine ganz. Aber ich kann das nicht so gut vermitteln. Ich denke mal drüber nach, was ich genau da sagen will. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man nicht immer nur links und rechts guckt, was haben andere, wie geht's denen, was so und bei mir ist alles schlecht, sondern dass man auch sagt, ey, eigentlich. Ey, cool, ich habe ein Dach über dem Kopf, draußen regnet es, sitze gerade hier vom Tannenbaum, habe in eine Kamera hingestellt und es gucken Leute zu, ist doch geil. Wir haben übrigens gerade 420 Zuschauer, 420, Grüße gehen raus. Ich zeig's euch direkt, hier, 420, da steht's. Wird gar nicht scharf, was ist da los? 420 Zuschauer, ist doch geil. Rutifan, frohe Weihnachten, Krogi, vielen Dank für dein Abonnement. Dir wird das natürlich auch, aber allen anderen natürlich auch, ja? Und auch schön, dass ihr schreibt, Moin Krogi, schön heute was von dir zu sehen. Hab ein paar schöne Tage. Finde ich sehr lieb. Angry Hoshi schreibt, und das möchte ich nicht ignorieren. Schön, dass du streamst. Sieht super aus bei dir. Ich feiere alleine, also Mr. Hoshi feiert alleine mit Mr. Whiskey. Da sich die Familie komplett unversöhnbar wegen Corona zerstritten hat. Naja, aber hey, es schneit. Ey, das ist traurig. Das ist, ey, ohne, da habe ich auch keine gute Laune Worte, so, weil das ist einfach traurig. Ich finde, dass sich Leute streiten, ist eh immer scheiße. Ich kann das überhaupt nicht haben. Bin voll der Anti-Streitmensch. Also ich habe auch meine Auseinandersetzung oder meine Verschiedenheiten. Aber ich kann diesen Zustand nicht aushalten. So. Ich muss dann immer das schnell klären, dass dann möglichst flott wieder alles cool ist. Deswegen ist für mich das auch so weit weg. Aber in der Familie hier kenne ich das auch, dass sich Brüder irgendwie streiten und nicht miteinander reden und so. Das gibt es ja überall, das gibt es ja in jeder Family. Und das ist einfach ätzend, das ist einfach kacke. Und das ist dann blöd, wenn du da alleine sitzt und darunter auch noch leidest, weil du auch dann schreibst, ja, Mr. Whiskey ist auch dabei, als ob du dich dann betäuben willst. Das ist scheiße. Vielleicht findest du hier Leute, die Lust haben, die irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwas zocken wollen oder so. Weil das ist auf jeden Fall kacke. Und auch so ein Thema Corona, so, was die Leute eh so auseinandertreibt, was mich auch so unfassbar traurig macht, dass da die Meinungen so weit auseinandergehen und dadurch irgendwie sich Menschen distanzieren, ist einfach scheiße. Ist einfach kacke. Dementsprechend hoffe ich, dass sich dieses ganze Thema bald erübrigt hat und man wieder mit Energie und guter Laune rausgeht. Das ist wichtig. Ich muss jetzt bei den Schwiegereltern ins Haus. Deswegen sage ich jetzt heute Ciao. Das willst du nämlich auch nicht haben. Heute Abend kleine Weihnachtsfeier am Discord, die Lust habe. Warum denn nicht? Genau, wir haben doch den Discord. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt, sozusagen, digital gesehen, sich zu treffen, was zu machen, zu quatschen oder vielleicht einmal nur zu lauschen, wenn sich andere unterhalten. Meistens ist es cringe. Meistens ist es weird, wenn man sich mit Fremden unterhalten muss. Aber wenn es freiwillig passiert und wenn man dem eine Chance gibt, kann daraus was Cooles entstehen. So, es kann auf jeden Fall eine gute Zeit sein. Und wenn man digital, wenn 2 Leute Mr. Whiskey als Freund dabei haben, ist es vielleicht schon schöner. So, es kann sein. Eulatinus feiert alleine, weil er oder sie, wahrscheinlich er, selbst Corona hat. Aber so habe ich zumindest die Zeit, ein paar Serien durchzusuchten und mich auszukurieren. Das ist doch cool.
Das ist doch geil. Hafentoast schreibt übrigens auch was sehr Nettes. Ey, und diese Community ist einfach krass. Ich habe über deinen Discord echt wunderbare Menschen kennengelernt, die mir in letzter Zeit viel geholfen haben. Und das ist doch cool. Ich habe hier eh nichts... Ey, ohne Witz, Leute, ich kenne das Internet auch. Schon lange kenne ich das Internet. Und das Internet lebt ja auch von der Anonymität. Also von Dingen, die ausgedrückt werden, von Meinungen, die dargestellt werden, die man vielleicht face-to-face Leuten gar nicht so sagen würde. Und da lebt man natürlich auch, wenn man sich jetzt hier vor so eine Kamera setzt, grundsätzlich immer ein bisschen gefährlich, weil man ja auch anonyme Meinungen um den Kopf geschmettert bekommt, wenn man einen Pech hat oder so. Muss aber jetzt sagen, die Community hier in diesem Stream, im Discord, was auch immer, also alle Leute, die immer zugucken und da sind, die regelmäßig da sind, sind alle so, so geil, so nice, so eine gute Stimmung hier. Und das pusht dann immer so selber. Ich bin dann halt heute auch ganz gut drauf, aber wenn ich euch so lese, werde ich halt noch fröhlicher. Hab noch mehr Bock, irgendwie euch Dinge zu erzählen, mit euch zu quatschen. Und das ist halt super cool. Dementsprechend viel Dankbarkeit zurück auch von mir. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Bin gerade in Quakenburg. Bist du gerade in Quakenburg? Wohne in Dinklage? Ja, ich bin in Quakenburg tatsächlich. Genau. Einmal kurz lesen. Und es sind einige, die schreiben. Sitze auch, fühle ich genau. Und so, das. Also von daher, vielleicht habt ihr echt Bock, ins Discord zu kommen. Das wäre doch schön. Es liegt aber an dir und deiner tollen und heilen Art. Ich glaube nicht. Ja, das mag sein, aber das liegt. Klar, wenn ich jetzt hier sitzen würde und die ganze Zeit Hasspredigen verbreite, muss ich mich nicht wundern, dass mein Gegenüber das auch irgendwie weird findet. Übrigens, das ist auch ein geiles. Merry Christmas Everyone ist auch ein sehr guter Weihnachtssong. Auch ein sehr guter Weihnachtssong. Aber trotzdem sind jetzt ja nur noch nice Leute hier, weil die anderen hätten gar keinen Bock drauf. Und das ist halt cool, das macht mir Spaß. Ey, ach, ihr habt Community-Wichteln gemacht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich lese gerade von Clarary, dass sie schreibt, ich bin auch super dankbar, dass unser Community-Wichteln so toll geklappt hat. Danke an alle. Krass, das habe ich nicht mitbekommen. Wie geil. Nur geil. Nur geil. Punkt. Super. Warte, das hast du nicht gesehen? Doch, ich habe gesehen, dass es eine Excel-Tabelle gab, ein Dokument, indem man sich eintragen konnte. Ich habe aber dann nichts mehr davon mitbekommen, wie das abgelaufen ist, wie ihr das gemacht habt und so, habe ich nicht mitbekommen. Also das ist schon, dass ihr das schon alles gemacht habt. Guck mal, Anja und Angry Hoshi schreiben schon so, was abgeht. Das finde ich richtig geil. Guck mal, jetzt haben wir schon Diskussionen und da hat es sich ja schon gelohnt, den Stream zu machen. Wenn sich jetzt, weiß nicht, 5, 6 Leute melden, ey, ich bin eigentlich auch allein, so, und habe jetzt eine gute Zeit dadurch, dann ist das komplett das, was dieser Stream bewirken sollte. Hat alles schon erreicht. Jetzt schon happy. Super cool. Und wir sind erst 22 Minuten online. Und Starbridge hat gerade 5 Subs verschenkt. Das ist auch super, super freundlich. Vielen, vielen Dank. Was kocht die Mama Leckeres so? Also ich glaube, das Weihnachtsessen ist wahrscheinlich bei so traditionellen Familien einfach das Thema, das wichtigste Thema. Mein Papa steht derbe auf Kartoffelsalat. Es gibt also auf jeden Fall Kartoffelsalat. Und ich bin ganz weird, Leute. Für mich ist Weihnachten, ich weiß nicht wieso, aber es gab es halt immer wahrscheinlich. Deswegen, ich stehe voll drauf, wenn du Brötchen nimmst, Weizenbrötchen, halbierst du, dann nimmst du Hackfleisch, stopfst du da rein in die halbierten Brötchen, dann nimmst du noch Paprika und so Käsewürfel, drückst du alles ins Hackfleisch rein und dann schmeißt du das in den Backofen. Und was da rauskommt, ist das allerbeste Gericht der Welt. Es schmeckt einfach tierisch gut. Es ist wirklich das Allergeilste. Ich liebe das. Gehacktes Brötchen müssen kommen bei mir. Das ist das Wichtigste. Mayo oder Essig und Öl? Oh, das würde ich euch auch fragen. Wie kann ich schnell das Voting machen? Oder Caro, kannst du ein Voting machen? Kartoffelsalat, Essig oder Öl? Bevor ich das beantworte, möchte ich erstmal wissen, ich möchte euch nicht prime. Ich möchte gerne wissen, was gibt's bei der Community? Ich glaube mehr so Süddeutschland ist wahrscheinlich ganz klar mehr Essig, Öl. Aber ich würde es gerne mal wissen.
Wäre das denkbar, Caro, oder ist das gerade zu wild? Ich weiß auch nicht, ob du auch chillst. Jetzt will ich dir nichts aufhalsen. Ich bin gerade nur am Handy. Easy. Ist das, warte mal, man kann das auch über einen Befehl machen. Vote. Aber egal, schreib mal. Ich lese viel Mayo. Mayo und kalt. Süden Essigöl, Norden Mayo. Mitte halb halb. Nehmen wir Essig und Öl und noch Mayo. Ein bisschen Mirakel schmeißen wir noch drauf. Das ist auch gut. Hey, wir haben einen Poll. Danke, Caro, hat's gemacht. Jetzt schreibt gerade noch Komion, KW, keine Ahnung. Frohe Weihnachten, Leute, ist damit ausgerichtet. Hab gerade gemerkt, dass du online bist, ein Eisenstein-Krogi. Sitze mit meinem 8-monatigen Sohn und chill noch beim Stream. Bald geht's von mir. Das ist ja wundervoll. Grüße an deinen 8-monatigen alten Sohn. Was kann dein Sohn schon mit 8 Monaten? Kann man da schon hören? Kann man da schon was wahrnehmen? Ja, ne? Das müsste schon klappen. Vielleicht kannst du im Namen des Chats und von mir deinem Sohn so einen kleinen Bussi auf die Stirn geben. Das fände ich ganz gut. Muss ich sagen. Fände ich so einen liebgemeinen, schön, dass du da bist, so ein Bussi halt. Kartoffelsalat immer nur mit Curry-Ketchup. Wirklich? Das ist ja pervers geil. Curry-Ketchup von Hela, ne? Ist der geilste Curry-Ketchup aller Zeiten. Ja. Den Weihnachtsbaumständer haben wir auch zu Hause. Ja, ich bin Influencer von Weihnachtsbaumständern. Leute, wenn ihr mal einen Weihnachtsbaum aufstellen wollt, das ist einfach ein Einser-System, da ist so ein Zug dabei, muss nichts absägen, einfach rauf, stellt, riechst es aus, ballerst mit dem Fuß ein paar Mal drauf pumpen und dann steht die Sau 1A. Ist das beste Ding. Jetzt hier im Timelife Krogi Shopping-Kanal für, weiß ich nicht, Streichpreise nennt man das. Ne? Erst 99, 98, jetzt aber Streichpreis. Jetzt nur noch, weiß ich nicht, 39. 39 Euro hast du. Hört ihr das? Ey, Caro, du bist so krass. Ey, könnt ihr mal Caro loben? Könnt ihr alle mal Caro loben? Caro ist fast bei jedem Stream. Und ich kündige meine Streams ja ganz selten nur an. Ist Caro immer irgendwie da und macht Dinge. Und verbreitet allein das Caro da weiß ich schon, die Welt ist in Ordnung. Wenn Caro aufploppt, dann weiß ich schon, ist alles gut. Hashtag Caro loben jetzt. Ohne Witz. Das lassen wir kurz stehen, ja, Chat? Das lassen wir kurz stehen. Valhalla schreibt, ich höre eigentlich allen Bohnen gern zu. Alles tolle Menschen. Bin total neidisch, nicht bei den Beans zu arbeiten. Ich bin total neidisch, nicht bei den Beans zu arbeiten. Euch zu sehen ist wie Teil einer großen Clique zu sein. Ich liebe euch. Fröhliche Weihnachten. Das ist ein sehr netter Text von dir. Ich glaube, du hast im Mittelteil vor lauter Geilheit irgendwas verdreht. Mayo hat gewonnen. Mayo hat gewonnen, Leute. Ihr seid Mayo, Leute. Bei uns, Hause Krogmann, gibt es natürlich auch Kartoffelsalat mit Mayo. Ganz klar. Ich liebe das Lied übrigens. Ich im Norden immer mit Mayo. Waterlands, du bist ja auch mal da. Warum bist du, Waterlands, du bist doch ein Musikfan. Warum bist du denn eigentlich nicht mittwochs bei den Drum Sessions da? Ich weiß, dass du nicht da warst. Übrigens, auch geile Story, gestern, als ich die Boys getroffen habe. Fröhliche Weihnachten erstmal an Waterlands. Gestern habe ich ja hier meine Quackenbrücker Boys getroffen. Und am Mittwoch habe ich ja getrommelt. Und die Jungs kriegen das eigentlich nicht mit. Die gucken sich das eigentlich nicht an. Für die ist Twitch was vom anderen Planeten. Und die wissen auch einmal gar nicht, was ich so genau mache. Auf jeden Fall hat einer von denen sich den Drumstream angeguckt. Und Florian Risch von der Band hatte sich den auch übrigens angeguckt. Und da meinte Freddy gestern, krass, was abgeht bei dir, super viele Leute im Chat und die sind ja alle voll glücklich. Und er hat geschrieben, und ich habe das zufällig im Chat gelesen, bin aber nicht drauf eingegangen, einer hat geschrieben, als ich getrommelt habe, Mann, ist das langweilig, es ist ja super langweilig hier, richtig öde. Und er hat es irgendwie so formuliert, dass ich gedacht habe, Alter, da ist jemand einfach richtig, richtig hart gelangweilt vom Stream. Und ich konnte mich gerade daran erinnern. Und er sagte mir gestern, ja, ich habe da doch geschrieben, dass es mega langweilig ist. Aber was geht ab bei dir? Ich sagte, Alter, du Arschloch. Ich habe das genau gemerkt. Das war eine witzige Situation gestern. Und da habe ich noch Florian Risch getroffen, der, also hat er mir auch erzählt, der Kontrabassist von Mr. Cracker, dass er sich ein sehr, sehr schwieriges Lied gewünscht hat. Die haben ja alle Decknamen hinter. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Und das war unspielbar. Auch guter Gag.
Guter Gag an dieser Stelle nochmal. Auf jeden Fall witzig. Hat mir gut gefallen gestern. Waterland schreibt sorry. Direkt bann nächstes Mal. Ey, nee, Waterlands, gar kein Sorry. Nein, kam das falsch rüber. Ich wollte doch eigentlich nur Werbung machen, dass du nächstes Mal reinguckst. So, ich hoffe, es gefällt dir. Das alles. Ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur Werbung machen. Werbung machen, egoistische Scheißwerbung wollte ich machen. Komm mittwochs in den Drumstream. Komm den Mittwoch auch wieder. Und spielbar gleich Cowboy, so machen wir es. Und spielbare Songs, dafür haben wir jetzt die Cowboy. Von Mercerin übrigens geschickt. Sehr gute Cowboy. Als ob es was gibt, dass du nicht spielen kannst. Ey, viel. Sind noch Baumständer auf Lager? Ich bestelle 10 Stück. Na, warte mal kurz. Sind noch Baumständer da? Oma hat geantwortet. Nee. Sid Icarus Sub ist alle gewesen. Jetzt hat er neu gesubbt. Schon 14 Monate am Start. Wahnsinn, ihr seid krass. Dankeschön. Hab's verpasst gestern. Vorgestern. Das Essensthema scheint ein guter Punkt sein, um mit euch hier zu sprechen. Achtung, mein Akku ist, glaube ich, gleich leer. Mal gucken, was passiert. Die Kamera blinkt, Chat. Sollte die Verbindung unterbrechen, werde ich aber noch mal kurz mit dem Handy sonst live gehen. Einmal noch die letzten Minuten vor euch da sein. Mit euch da sein. Aber vielleicht ist auch alles gut und die blinkt aber nur aus Geilheit, die Kamera. Das kann auch sein. Kann man dann Tu Monego Cover irgendwo mal schauen? Für nur den Clip da. Ich habe ganz viele Videos nur als Clip gerade. Ich habe irgendwie gemerkt, bei Instagram und irgendwie TikTok, wie die ganze Scheiße alles so heißt, da funktioniert diese Musiksachen richtig, das funktioniert richtig gut, das gucken sich richtig viele Leute an. Und das sind, diese Snippets sind irgendwie gut, gut konsumierbar, glaube ich. Ich glaube, das ist für viele Leute eine schöne Unterhaltung, weil es einfach nur eine Minute geht und dann passt das. Bei YouTube lade ich dann ab und zu Lieder hoch, wo ich glaube, dass ich die fürs ganze Lied oder über das ganze Lied gesehen okay gespielt habe. Nur bei YouTube habe ich, da merke ich halt, das gucken halt immer nur so ein paar Menschen, aber ist mir egal, ich will es trotzdem da präsentieren. Aber da habe ich Tu Monego zum Beispiel nicht hochgeladen, weil mir Tu Monego als Stück nicht so gut gefallen hat. Ich finde nicht, dass ich das gut gespielt habe. Also es muss mir dann schon komplett gefallen, weil das ist ja dann leider auch komplett im Internet über lange Zeit. Und dann will ich dann irgendwie schon, dass es irgendwie mir selber gut gefällt. Und das war bei den Sachen halt nicht so der Fall. Iron Maiden TV macht jetzt das Spoilers Weihnachtsalbum an. Ich werde auch als Shorts hochladen. Es wird aktuell von YouTube promotet. Ah, kann ich ausprobieren. Ja, ich raff das alles nicht so richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ganzen Social Media und Upload Game und so, viel hilft viel, zumindest irgendwie am Anfang. Irgendwie musst du alles machen und am besten muss der Tag dreimal so lang sein und alles einfach scheißegal, alles überall hochladen. Am besten schon vorsorglich überall Hashtag Werbung dran. Und dann bist du immer auf der sicheren Seite. Irgendwie sowas. Ja, ist echt immer wieder. Hafentus muss los. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Ey, vielen Dank, Hafentoast. Dir ebenso. Gleich zu den Schwiegereltern ballern. Musiktipp für die Autofahrt. Ja, ein Musiktipp von mir ist All I Want for Christmas is You in der Eurobeat-Version von Turbo. Wann trommelst du mal mit Soon zusammen? Frohe Weihnachten, Kroki und Chat. Für dich immer noch Koksi und Chat. Aber Dankeschön, natürlich dir auch, Chiba. Frohe Weihnachten. Schön, dass ihr da seid. The Real Jack White. Kogi, frohe Weihnachten und bleib gesund, mein Guter. Bleib auch gesund. Bleibt alle gesund. Also, gönnst du dir gleich, ne? All I Want for Christmas is You, Eurobeat Remix von Turbo. Das ist wichtig.
Schöne Feiertage, erholt euch alle gut. Ja, ist wichtig. Bisschen chillen. Ich glaube, man darf sich nicht so stressen einfach. Einfach chillen. Wann trommelst du mal mit Zoom zusammen? Ey, wir haben schon darüber geschrieben und uns ausgetauscht, dass es cool wäre, dass Zoom in mein Studio kommen würde und er dann Gitarre spielt und ich dazu trommel, weil ich kann halt nur trommeln. Er kann halt auch Bass spielen und Gitarre spielen, also richtig gut. Und das könnte man ja echt gut fusionieren. Mal schauen. Ey, nächste Woche gibt's übrigens noch ein, also ich komme da gerade drauf wegen Live-Musik machen. Nächste Woche gibt's dann auch wirklich den Mr. Cracker Stream, ne? Wir machen Musik, Leute. Wir machen Musik für euch. In der Weihnachtsbäckerei könnte auch mal einen guten Remix gebrauchen. Würde safe nice klingen. Kann wohl sein, ja. Am 30. Leute. Livestream von Mr. Cracker. 30. Merkt euch das. Und mit Zoom, ich hoffe, dass wir das einfach Anfang nächsten Jahres hinbekommen. Und Nasti singt dann. YT, was schreibt YT? Finde ich nicht. Na gut. Wann ist das Stream denn geplant? Am 30. Und Uhrzeit weiß ich noch nicht. Ich möchte dann streamen, dass möglichst viele...